Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort auch ein Follow da lasst. Dann verpasst ihr mich auch in Zukunft keine weiteren Streams mehr. Außerdem schreibt mir gerne weitere Videovorschläge in den Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch extrem interessieren. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an und dort haben wir heute einen großen Item-Shop. Wir haben einmal einen ganz normalen Shop und dann zusätzlich noch Sonderangebote, die auch nochmal so groß sind wie ein ganzer Shop. So wie es aussieht, denke ich mal, dass alles hier für das Konzert heute Nacht ist. Also von der Nacht auf Freitag auf Samstag um 3 Uhr ist ja dieses Konzert im Path Royale Modus und damit auch die Premiere vom Path Royale Modus. Das letzte Woche war ja nur ein Test und ich denke mal, dass die alle hier etwas mit Musik zu tun haben und die werden dann wahrscheinlich bis morgen auch noch safe drin bleiben. Hier haben wir einmal den neuen Nachtlebensskin. Das ist ein reaktives Outfit und zwar ändert sich das Muster, wenn Musik abgespielt wird. Ich finde, die Farben sehen jetzt nicht ganz so nice aus, aber ist trotzdem eigentlich ganz in Ordnung. Dafür, dass es ein epischer Skin ist, finde ich, ist da auch ein bisschen wenig dran. Also hätte auch gerne ein blauer Skin sein können. Dann haben wir als nächstes den DJ Bob. Hier haben wir zwei verschiedene Stile. Einmal den Standardstil und dann den Remix-Stil. Also hat auch schon ein bisschen was mit Musik zu tun. Dann Leuchtstäbe. Natürlich jetzt ja alles, glaube ich, auch so ein bisschen Neon gehalten. Wir bekommen ja auch die Neon Wings beim Konzert, wenn oder generell ab morgen können wir die Neon Wings bekommen zur Premiere vom Path Royale Modus. Deshalb ist ja wahrscheinlich auch alles so ein bisschen in Neon gehalten. Und das passt ja auch alles ziemlich gut zu dieser etwas elektronischeren Musik. Auf jeden Fall haben wir hier als nächstes den Leuchtflugleiter, dann noch den Disco Fieber Mode. War auch schon, glaube ich, richtig lange nicht im Shop. Aber ist natürlich oldschool. Klassischen Season 3, Season 4 Zeit. Navada Emote, richtig beliebt. Ist auf jeden Fall nice. Dann haben wir als nächstes noch die Leuchtstab-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch den Disco-Party-Mode. Dann haben wir noch den Breakdance-Mode. Als nächstes haben wir dann natürlich noch den ganz normalen Shop. Dort haben wir einmal hier den Rabenskin, dann den Verwüstungsskin, also die weibliche Version davon. Hier bekommt man auch noch ein kostenloses Conchell dazu, und zwar dunkle Federn. Dann haben wir die eiserne Schnabelspitzhacke noch und dann den gefiederten Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier die Highlandkriegerin, die hat ja mittlerweile auch einen weiteren Stil bekommen, und zwar den Stil mit Helm. So sieht er ein bisschen ähnlich aus tatsächlich wie der Schlachtenhund-Skin und ich denke mal, es soll auch im Prinzip sehr, sehr ähnlich aussehen. Vorher hat den sich ja, glaube ich, kaum jemand gekauft. Deshalb war das auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung. So sieht er zumindest ein bisschen besser aus. Dann haben wir dazu noch die Silberzahn-Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann hier den Krypto-Skin mit dem Spektralwirbel-Backpack. Ist ein sehr, sehr beliebter Skin, Backpack. Ich glaube, deswegen haben sich auch sehr, sehr viele Leute tatsächlich den Skin gekauft, alleine wegen dieses Backpacks. Passt ja immer relativ gut zu vielen Skins und sieht auch generell ganz nice aus. Dann haben wir dazu noch die Enigma-Lackierung. Als nächstes haben wir dann noch den Nachthexen-Skin. Dann die Glücklich-Spitzhacke. Als nächstes dann den Glitter-Emote. Dann haben wir den Weiß-Skin. Als nächstes dann noch den Fackelwirbel-Emote. Und dann als letztes noch den Schattenboxer-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.